Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Menschen, die bei uns Schutz vor Krieg, Vertreibung und Gewalt suchen, müssen diesen Schutz auch bekommen. Und das gilt nicht nur als globales Grundrecht, sondern das gilt natürlich auch für Gewaltschutz in Einrichtungen und Unterkünften. Und da, glaube ich, sind wir uns in diesem Haus alle einig, dass das Ansinnen Ihres Antrags vollkommen richtig und berechtigt ist. In ganz besonderem Maße gilt das für die von Ihnen ja auch beschriebenen, besonders schutzbedürftigen Gruppen, einschließlich auch LSBTTI, haben Sie in Ihrem Antrag auch geschrieben, auch wenn diese Gruppe nicht explizit genannt ist durch die EU-Aufnahmerichtlinie. Nichtsdestotrotz müssen wir auch diese Gruppe mit in den Blick nehmen. Und wir brauchen ein ganzes Bündel, und darüber haben wir auch heute Morgen schon diskutiert im Bereich des Integrationsantrags. Wir brauchen ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um Schutzbedürftige auch wirksam schützen zu können und um sie unterstützen zu können. Und das beginnt aus meiner Sicht auch schon bei der Aufklärung über die Rechte und die Rechtslage in Bezug auf Kinder, Frauen, Gleichstellung und LSBTTI. Denn die Menschen müssen wissen, welche Rechte sie in diesem Land haben, dass Gewalt in diesem Land nicht toleriert wird. Und vor allem müssen sie wissen, dass sie sich an die Polizei und an die Unterstützungsstrukturen in diesem Land wenden können und dass diese Strukturen ihnen auch helfen. Geflüchtete, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden brauchen dafür Handreichungen und Informationen zu geschlechtsspezifischen Flucht-, aber auch Asylgründen, und dass die Verfolgung aufgrund der sexuellen und oder geschlechtlichen Identität ein anerkannter Asylgrund ist, vor allem auch dann noch, wenn die Betroffenen dies erst später angeben, weil sie sich zunächst vielleicht aufgrund von negativen Vorerfahrungen auch nicht getraut hatten. Es darf ihnen dann, und das ist EU-richterlich auch so beschieden worden, es darf ihnen daraus kein Nachteil erwachsen, dass sie eben erst später das auch zu Protokoll gegeben haben bzw. ihrem Antrag hinzugefügt haben. In der vergangenen Woche hat der LSVD im Emanzipationsausschuss die Handreichung für die Betreuung und Unterstützung von LSBTTI-Flüchtlingen vorgestellt, die diese in Kooperation mit dem Arbeiter-Samariter-Bund, der Hirschfeld-Eddy-Stiftung, dem PARI-NRW erstellt haben. Und diese Initiative ist vorbildlich, weil sie einfach sehr gut darauf hinweist, wie die rechtlichen Grundlagen sind und wie mit speziellen Gruppen, in diesem Fall der Gruppe der LSBTTI-Geflüchteten, umzugehen ist. Und demnächst soll, und das finde ich begrüßenswert und vorbildlich, diese Handreichung auch auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den letzten Haushalt Mittel eingestellt, um zum einen traumatisierte geflüchtete Frauen zu unterstützen. Wir haben aber auch Mittel eingestellt, um die Frauenhausstruktur weiter zu stärken, wie auch in Ihrem Antrag gefordert worden ist. Und nicht zuletzt haben wir Geld eingestellt, um die Beratung und Unterstützung von LSBTTI-Geflüchteten zu unterstützen. Und darüber hinaus, und Frau Hack hat es auch bereits gesagt, ist die Landesregierung momentan in einem intensiven Abstimmungsprozess, um für die Landeseinrichtungen Gewaltschutzkonzepte auf dem auch von Ihnen erwähnten Handreichungen und Empfehlungen des Instituts für Menschenrechte zu entwickeln. Und notwendig und wünschenswert ist, dass diese Konzepte dann auch in den Kommunen übernommen und auch dort umgesetzt werden. Denn die Menschen kommen erst in die Landesaufnahmeeinrichtungen und dann in die Kommunen. Gleicher Schutz muss ihnen auch da zuteil werden. Denn Gewaltschutz ist kein Luxusproblem, sondern eine gesellschaftliche Verpflichtung und eine gesellschaftliche Verantwortung. Und deshalb ist klar und muss klar sein, dass das Gewaltschutzgesetz auch für Unterbringungen gilt. Und im Einzelfall ist dann zu prüfen, ob Frauen und ihre Kinder in andere Einrichtungen verlegt werden sollten oder ob der Täter weggewiesen werden sollte. Beide Maßnahmen, und das finde ich ist auch noch mal wichtig zu betonen, auch für die Behörden, dürfen aber sich nicht nachteilig auf Asylverfahren auswirken. Also auch dort ist mit den Ausländerbehörden noch weiter zu sprechen, dass sich das dann nicht negativ durch die Residenzpflicht auswirken darf. Und darüber hinaus brauchen wir Schutz- und Rückzugsräume. Da bin ich auch ganz bei Ihnen. In bestehenden Einrichtungen durch, Frau Hack hat es auch schon gesagt, möglicherweise eigene Flügel, möglicherweise aber auch in eigenen Einrichtungen. Und nicht zuletzt brauchen auch die Kinder adäquate Räume, in denen sie Kinder sein können, spielen können, sich bewegen können, sich vielleicht auch einfach nur mal begegnen können und eben auch tatsächlich nach den oftmals traumatischen Erlebnissen ihrer Flucht Kinder sein können. Die erste Unterbringung, also das erste Dach über dem Kopf, ist dabei nur der erste Schritt. Heute Morgen, ich habe es gerade schon erwähnt, haben wir breit über den Integrationsplan diskutiert. Und Gleichstellung darf auch hierbei nicht unter den Tisch fallen. Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Gleichstellung von LSBTTI und Minderheitenschutz muss selbstverständlicher Teil von Sprach- und Integrationskursen sein. Da ist auch der Bund gefragt, an dieser Stelle die Curricula entsprechend anzupassen. Und nicht zuletzt wird bei der großen Aufgabe der Integration auch den kommunalen Integrationszentren beispielsweise eine große Bedeutung zukommen. Auch hier muss die Gleichstellungspolitik in den Arbeitsprogrammen fest verankert sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Piraten, Ihr Anliegen ist berechtigt. Ich glaube, alle im Haus haben deutlich gemacht, dass wir das teilen. Und wir teilen auch das Ziel. Ich glaube, wir haben aber auch deutlich gemacht,
dass die Landesregierung sich an der Stelle bereits auf den Weg gemacht hat. Und um einen von Ihren Punkten aufzugreifen, ich glaube, dass sie auch sehr gerne Ihrem Wunsch oder Ihrer Aufforderung nachkommen wird, das Parlament über den Fortgang der weiteren Programme, die entwickelt werden, die aber auch schon zum Teil auf dem Weg sind, zu unterrichten. Vielen Dank.